Zwischen Malermeister Volker Klemmer und seinem jüngeren Bruder Karl gibt es immer wieder Streit wegen einer Erbschaft. Hey, ich war noch nicht fertig mit dir. Mir steht das Geld von Tante Anneliese genauso zu wie dir. Eben nicht, Bruderherz. Sonst hätte sie dir auch was vererbt und nicht nur mir. Und das liegt daran, dass du dich nie um Anneliese gekümmert hast. Halt du dich da raus, du gehörst ja noch nicht mal zur Familie. Moment, Juliane ist meine Frau. Du bist ja nur scharf auf die Kohle, um deine komische Pleitebar zu retten. Innenheiligungist, lässt deinen eigenen Bruder vor die Hunde gehen, während du dir ein schönes Leben mit deiner Alten in Venedig machst, hä? Lass mich los! Was soll denn das? Frag doch mal deinen Chef. Wenn der nämlich für immer nach Venedig geht, seid ihr arbeitslos. Viel Spaß noch. Was soll denn das heißen, Volker? Wir schließen den Betrieb und gehen in 3 Monaten nach Venedig. Tut mir leid. Geht nach Venedig? Ja. Wir haben schon mal entsprechende Aufhebungsverträge vorbereitet für euch. Wir sprechen natürlich über die Modalitäten noch. Ich will ja nicht unnötig schaden. Aber ich baue ein Haus. Ich brauche einen neuen Kredit, um es fertigzustellen. Ich weiß. Aber unser Entschluss steht fest. Ich lass mir doch von dir nicht mein Leben kaputt machen. Du wirst schon noch sehen, was du davon hast. Für Martin Voss ist die drohende Arbeitslosigkeit ein Schock. Zumal er gerade zusammen mit Ehefrau Annika ein Haus baut und als Alleinverdiener die Finanzierung stemmen muss. Schatz, da bist du ja endlich. Ich habe super Neuigkeiten für dich. Der Kredit ist so gut wie bewilligt. Zumindest hat sich das am Telefon so angehört. Somit können die Handwerker morgen mit den Fenstern und der Grobinstallation von Heizung und Elektrik loslegen. Ist das nicht prima? Ja, was ist denn los? Vergiss den Kredit. Ich bitte? Ja, in 3 Monaten bin ich arbeitslos. Volker schließt die Firma. Aber wir haben unsere Wohnung gekündigt. Ja, ich weiß. Und in 3 Monaten fängt die Abzahlung unseres ersten Kredites an. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Schatz, wir brauchen einen Anwalt. Ich meine, es muss doch Kündigungsschutz geben. Einen Sozialplan oder zumindest eine Abfindung. Das muss ein Anwalt prüfen. Ich will keinen Anwalt. Ich will das anders lösen. Lass mich nur machen. Vertrau mir. Der Frau von Martins Chef geht es am nächsten Morgen plötzlich sehr schlecht. Was ist nur los mit mir? Juliane gelingt es noch, den Täter in den Unterarm zu beißen. Dann verliert die 40-Jährige das Bewusstsein. Martin, die Handwerker streiken, weil wir keinen Kredit mehr bekommen. Jetzt haben wir kein fertiges Haus, keine Wohnung, nur Schulden. Hallo? Frau Voss? Oh, das ist sicherlich Herr Lukas. Herr Voss? Anwalt. Ich habe ihn angerufen. Jemand da? Herr Lukas, hallo. Grüße Sie. Hallo. Frau Voss? Annika Voss, mein Name. Freut mich. Schön, dass Sie da sind. Schön, Sie persönlich kennenzulernen. Das ist mein Mann, Martin Voss. Herr Voss, Stefan Lukas. Ich vermute mal, meine Frau hat Ihnen schon gesagt, was hier los ist. Ja, hat sie. Ich habe den Vertrag mal angeschaut. Also, schön ist es nicht, aber es ist unterm Strich fair. Also, das Arbeitsverhältnis läuft ja laut dieses Vertrags länger als die Kündigungsfrist von 3 Monaten. Dann ist in dem Aufhebungsvertrag klar erklärt, dass es betriebliche Gründe sind, warum man auseinandergeht. Das heißt, das Arbeitsamt kann auch keine Sperre verhängen. Was Sie aushandeln sollten, ist noch eine Abfindung. Und wie viel soll das denn sein? Ja, da kann man vortrefflich streiten, aber ich denke mal, ein guter Ansatz wäre doch vielleicht ein halbes Monatsgehalt mal die Jahre, die Sie in dem Betrieb beschäftigt waren. Aber das reicht nicht für Fenster und Türen und für die Grobmontage von Elektrik und Heizung. Wir haben unsere Wohnung gekündigt und müssen einen Rohbau ziehen. Du hast meine Frau entführt! Du warst es.
Hey! Du hast sie heute Morgen aufgelauert, weil du gewusst hast, dass sie am Monatsende immer bis in die frühen Morgenstunden die Buchhaltung macht. Und dann hast du sie verschleppt und mir in einen Brief gedroht, dass du sie umbringen willst, falls ich keine 300.000 Euro bezahle. Was, spitzt sie jetzt komplett? Du hast mir gestern gedroht, als ich dir gesagt habe, dass ich die Firma dicht machen will. Und du brauchst Geld. Ich weiß, dass du es warst, Martin. Das habe ich auch alles der Polizei gesagt. Das ist nicht im Moment hier. Und da musst du denen erzählen, wo du Juliane versteckt hältst. Das können Sie gleich hier direkt tun. Sie hören es endlich auf. Stefan Lukas, hier ist ein bisschen Stimmung. Peter Wohle. Ich bin der Verteidiger von Herrn Voss. Okay. Ja, also, wir sind hier, weil Herr Klemmer behauptet, dass der Herr Voss die Frau von dem Herrn Klemmer entführt haben soll. Und da geben wir natürlich jedem Hinweis nach. Insbesondere sind ja die ersten 24 Stunden von entscheidender Bedeutung. Ist mir schon klar, wo wurde Frau Klemmer entführt? Direkt vom Malerbetrieb, heute Morgen so zwischen 6 und 7 Uhr. Und wir haben sogar die Schlüssel von der Frau Klemmer dort gefunden. Aber damit habe ich nichts zu tun, denn zu dem Zeitpunkt war ich nämlich im Park joggen mit Annika. Nicht wahr, Annika? Ja, genau, da waren wir im Park joggen. Ja, prima. Das heißt, Sie haben eine Zeugin. Sie geben mir bitte mal die genaue Route, wie Sie gejoggt sind. Das legen wir Ihnen dann vor und Sie schauen dann bitte, ob es nicht irgendwo Überwachungskameras gibt, um das Ganze auch dann nachvollziehen zu können. Aber was mit deinem Bruder Karl? Der war doch stinksauer, als er kein Geld geerbt hat von deiner Tante. Wir werden alles überprüfen und insbesondere Ihren Mandanten werden wir sehr genau durchleuchten. Das ist schon klar. Ja, okay. Also, schönen Tag. Wünschen wir Ihnen. Ich krieg dich, Martin. Volkers Frau ist wieder bei Bewusstsein. Die 40-Jährige hat Todesangst. Hallo? Ist da jemand? Ist da? Hallo? Bitte. Trink, oder du stirbst. Zur gleichen Zeit will sich Martin den Bruder seines Chefs vorknöpfen. Das ist keine gute Idee, Martin. Bitte überlass die Sache der Polizei und dem Anwalt. Ich habe ihn schon informiert und er ist auf dem Weg hierher. Ich muss das jetzt machen. Es geht um unsere Zukunft, Annika. Wenn ich in den Knast gehe, dann bist du alleine mit einem Haufen von Schulden. Ich will das nicht. Ich werde Karl zur Rede stellen. Martin will nicht auf Stefan Lukas warten und sucht Karl in dem Fitnessstudio. Bei den Geräten findet er ihn, wie er mit seiner Trainingspartnerin Sarah gerade Gewichte stemmt. Du hast Juliane entführt, hä? Du willst es mir eiskalt in die Schuhe schieben, hä? Mit dem Lösegeld willst du deine Bar retten, stimmt's? Martin ist etwas aufgewühlt, Karl. Er meint das nicht so. Volker, was machst du denn hier? Was denn wohl? Ich folge dir. Und zwar so lange, bis du mich zu meiner Frau führst. Wo hast du sie versteckt, du Schwein? Ich war's nicht, es war Karl! Gib's ihm! Hey! Schluss jetzt! Was soll denn das? Sind wir im Kindergarten oder was? Schluss jetzt! Volker, es reicht. Hast du nicht schon genug angerichtet? Du lässt hier alle im Stich, um dann nach Venedig zu fahren, um dir ein schönes Leben zu machen. Sarah, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du es genauso machen. Du träumst doch schon lange von Venedig. Herr Voss, Sie kommen jetzt mit. Sie kommen jetzt mit mir mit. Es war gut, dass wir das jetzt geschrieben haben. Dankeschön. Was soll denn diese Aktion jetzt bitte? Ja, ich weiß auch nicht. Verdammt, ich hatte Angst. Den ganzen finanziellen Desaster. Ich will jetzt nicht auch noch in den Knast. Ja, das verstehe ich ja, aber Sie kommen nicht in den Knast. Dafür haben Sie mich. Nur mit der Aktion eben haben Sie sich keinen Gefallen getan. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Also hören Sie zu, ich habe mit der Staatsanwaltschaft gesprochen. Ich wollte wissen, wie der Stand der Ermittlungen ist. In diesem Becher, der Milchshake-Becher, aus dem Frau Klemmer getrunken hat, hat man Rückstände von Diazepam gefunden. Das heißt auf gut Deutsch, es sieht ganz so aus, als ob sie betäubt wurde. Aber das bedeutet ja wohl auch, dass der Täter wusste, dass Juliane am Ende des Monats bis in den frühen Morgenstunden noch an der Buchhaltung sitzt. Ja, so sieht's aus. Ich denke, der Täter hat sich währenddessen heimlich reingeschlichen. Und zwei Personen kommen meines Erachtens in Betracht. Natürlich rein theoretisch Sie, Herr Voss, aber eben auch Karl. Da das Ehepaar Voss seine Wohnung bereits gekündigt hat und ausziehen musste, wohnen die beiden jetzt in ihrem Rohbau. Von Juliane Klemmer fehlt auch zwei Tage nach ihrem Verschwinden noch jede Spur. Mach uns die Betten hier unten im Keller. Die ist am sichersten und mit den kleinen Fenstern zieht's auch nicht so sehr.
Nein, ich will oben schlafen. Du weißt doch, dass ich eine Spinnenphobie habe. Außerdem könnten wir es besser hören, wenn hier jemand auf der Baustelle ist, der hier nichts zu suchen hat. Komisch. Sag mal, Martin, hast du den Kellerraum hier unten so komisch verbarrikadiert? Was ist los? Annika, was machst du denn hier unten? Ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht im Keller schlafen will. Was ist denn los? Juliane. Das Paar hat sofort die Polizei und Rechtsanwalt Stefan Lukas verständigt. Frau Klemmer, soll ich ihn nicht weg, ihn Notarzt rufen? Nee. Emma, hallo. Guten Tag, ich kann mich ganz gut vorstellen. Dein Name ist Stefan Lukas, ich bin der Verteidiger von Herrn Voss. Darf ich fragen, wie es Ihnen mittlerweile geht? Ich bin auch ganz benebelt. Warum hat Martin mir das angetan? Sie sagen Martin, sind Sie sicher, dass Herr Voss das war? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Er muss mir den Sack über den Kopf gestülpt haben. Er muss, sagen Sie. Haben Sie denn gesehen, dass oder wer Ihnen den Sack über den Kopf gestülpt hat? Ich bin mir sicher, dass ich von Anfang an betäubt wurde. Ich habe gar nichts mitbekommen. Juliane! Oh, Gott sei Dank. Geht's dir gut? Ihr habt gewusst, dass du das warst, du Schwein! Hey, lass mich los! Hey, lass den Frost in Ruhe. Was soll denn das? Nichts ist erwiesen bis jetzt. Ihre Frau hat selbst gesagt, sie hat nicht gesehen, wer ihr den Sack in den Kopf gestülpt hat. Ist das klar? Was weiß denn ich? Der Typ ist eben irre. Ich will meine 300.000 Euro Lösegeld wieder, die ich ihm bezahlt habe. Wie 300.000 Euro Lösegeld? Das haben Sie gezahlt, ohne das mit uns abzusprechen? Ja, selbst schuld. Sie wollten ihn ja nicht festnehmen. Wann haben Sie das Geld bezahlt? Gestern Abend. Ich habe gestern Nachmittag noch mal einen Brief bekommen. Der hat mitgekriegt, dass ich die Polizei informiert habe. Er wollte Juliane umbringen, wenn ich nicht zahle. Ja, lass uns mal, geben Sie das der Polizei. Herr Voss, ich glaube, wir müssen uns mal in Ruhe unterhalten. Gut, vielleicht keine schlechte Idee. Wenn wir dafür reingehen können, fände ich es gar nicht schlecht. Mich würde schon mal interessieren, wo Sie genau Frau Klemmer gefunden haben. Wenn ich Frau Klemmer noch eine Frage stellen dürfte. Frau Klemmer, sagen Sie mal, haben Sie irgendeine Erinnerung daran, ob Sie irgendwann irgendwie von A nach B transportiert worden sind? Nee, aber ich erinnere mich, dass ich ihn irgendwo gebissen habe. In den Unterarm oder so. Okay, danke. Was ist denn mit Karl? Haben Sie schon mit ihm gesprochen? Ja, haben wir, aber außer einem Motiv gibt es wirklich keine anderen Hinweise darauf, dass er etwas mit der Entführung zu tun hat. Verstehe. Aber Juliane wurde bei mir im Keller gefunden. Also muss ich es ja gewesen sein. Ja, aber die Frau Klemmer sagt auch eindeutig, dass sie nirgendwo anders hin transportiert wurde. Er hat aber auch gesagt, dass sie glaubt, betäubt worden zu sein. Und die Spuren von Diazepam an dem Becher, der in dem Malerbetrieb sichergestellt wurde, die sprechen doch auch dafür. Jetzt nehmen wir mal an, sie wurde wirklich betäubt, dann hätte sie auch nicht mitbekommen, wenn sie von A nach B transportiert wird. Wir werden sehen, was die ersten Auswertungen der Spurensicherung gegeben hat. Herr Lukas, denken Sie, die Polizei wird Martin jetzt verhaften? Was denkst du denn, Schatz? Für die Polizei ist der Fall doch längst klar. Juliane wurde bei mir im Keller gefunden, also bin ich schuldig. Mir macht die hohe Strafverwartung schon ein bisschen kopfzerbrechend. Aber trotzdem, die Staatsanwaltschaft braucht einen dringenden Tatverdacht. Der ist hier gar nicht so leicht zu begründen. Und ein sogenannter Haftgrund muss dazukommen. Hier käme der Haftgrund der Fluchtgefahr in Betracht. Aber jetzt Ihrem Mann, naja, jetzt sich zu unterstellen, dass er einfach abhauen würde, nicht ganz so einfach. Also, die Spurensicherung hat bisher ergeben, wir haben eindeutig Urin im Beton gefunden. Auch einige Haare, die vermutlich von der Frau Klemmer stammen. Und ja, daraus resultiert, muss sie sich auf jeden Fall längere Zeit hier aufgehalten haben. Aber als ich um 19 Uhr gestern Abend im Keller war, da war sie noch nicht hier. Ja gut, nehmen wir mal an, sie wurde kurz nachdem mein Mandant das letzte Mal hier im Keller war, hierher gebracht. Naja, dann wäre sie ja trotzdem gut 16 Stunden hier gewesen. Dass jemand innerhalb von 16 Stunden irgendwann mal seiner Notdurft nachgehen muss, ist nicht ganz so unwahrscheinlich, würde ich sagen. Was ist mit dem Alibi meines Mandanten? Haben Sie das mal überprüft? Ja, also in dem Park, wo Ihr Mandant gejoggt haben will, da sind ja Überwachungskameras und wir haben jetzt gerade die Bilder angefordert und werten die natürlich auch aus. Also angefordert, sie werten aus. Das heißt, überprüft haben sie noch gar nichts. Sie haben gar nichts gegen meinen Mandanten in der Hand. Was ist denn mit der Aussage von Frau Klemmer? Sie sagte doch, glaube ich, dass sie dem Täter in den Unterarm gebissen habe.
Herr Voss, wären Sie spontan bereit, der Polizei mal Ihre Unterarme zu zeigen? Klar. Die anderen Arme auch, wir wollen ja korrekt sein. Also ich sehe keine Hämatome. Nun ja, aber die Frau Klemmer wird sich ja durch mehrere Schichten Stoff gebissen haben und daraus entsteht nicht zwangsläufig ein Hämatom. Ja, Sie wissen so gut wie ich, dass nichts im Leben zwangsläufig ist. Obwohl eine Sache ist vielleicht doch zwangsläufig, nämlich dass Sie meinen Mandanten ziehen lassen müssen bei der Beweislage. Ich bin von der Unschuld meines Mandanten überzeugt. Der Entführer muss also Frau Klemmer ganz gezielt in den Keller von Herrn Voss gebracht haben. Und ein Motiv hätte meines Erachtens nur eine Person momentan. Und das ist der Bruder von Volker Klemmer, Karl. Und der soll sich hier angeblich immer im Fitnessstudio aufhalten um diese Uhrzeit. Und jetzt rede ich mal mit ihm. Nee. Der Verklemmte. Welcher arme Kerl ist denn so verklemmt, dass er so einen Spitznamen verdient hat? Ja, mein Ex. Wir haben uns erst vor kurzem getrennt, aber ich bin mittlerweile echt froh, dass wir auseinander sind. Ach, Sarah, das mag ich so an dir. Du bist so tough. Du, wir zwei, wir wären doch echt ein schönes Paar, oder? Du und ich. Allein im Mondenschein. Ne? Ja. Tschüss, bis später. Ja, bis später. Herr Klemmer. Oh Gott. Kennen Sie mich noch? Ja, wohl oder übel. Sie sind der Anwalt von Martin, stimmt's? Hören Sie, wenn es um die Entführung geht, ich habe der Polizei schon gesagt, dass ich nichts damit zu tun habe. Was ist denn los, Annika? Vertraust du mir nicht mehr? Doch, aber du bist so wütend gewesen und dann wolltest du keinen Anwalt, sondern das mit Volker auf deine Art lösen. Dann wolltest du nicht in den Keller und dann das mit dem Joggen und... Ich hab Juliane nicht entführt. Ich bin unschuldig. Vielen Dank. Wow, sieht ja gesund aus. Ich nehme auch so ein, aber bitte ohne Proteine, ja? Ist es auch. Aber so ein Sesselfurzer wie Sie, der steht wohl eher auf Burger und Döner. So war ich auch mal. Aber jetzt gibt's nur noch Proteinshakes, Gemüse. Ansonsten nur Wasser, keine Medikamente. Ich sage Ihnen, mir knurrt der Magen, wenn Sie so reden. Döner haben Sie gerade gesagt und Burger. Mhm. Hey, was wissen Sie über meinen Mandanten? Das würde mich interessieren. Eigentlich weiß ich über ihn gar nichts. Ich habe ihn ein paar Mal bei Volker im Betrieb gesehen. Naja, und durch den Stress mit der Entführung habe ich mitbekommen, dass er ein Haus baut. Wir schaffen das. Wir schaffen alles. Wir zwei, okay? Es ist nur, dass wir... weil ich meine, nur zu zweit sind. Sag mal, was meinst du damit? Du bist doch nicht etwa... Ich bin schwanger, Martin. Ja, aber das ist doch wundervoll. Aber du hast recht. Wir können das Baby nicht im Rohbau großziehen. Weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal zur Arbeit und wir finden später eine Lösung. Okay? Komm du bloß nicht näher. Du hast hier nichts mehr zu suchen. Du bist fristlos gekündigt. Das gebe ich dir nachher auch noch schriftlich. Sie haben Probleme mit Ihrer Bar, richtig? Ja, ist wohl nicht mehr zu retten. Wie gut wäre da das Erbe Ihrer Tante gekommen? Allerdings. Aber eins müssen Sie wissen, mein Bruder Volker ist ein Riesenarschloch. Und Juliane einfach nur eine egoistische Zicke. Wenn Sie mich fragen, die Abreibung mit der Entführung hat sie hundertprozentig verdient. Von mir siehst du keinen Cent mehr. Nicht bevor du mir die 300.000 Euro wiedergegeben hast. Aber ich habe das Geld nicht. Denn ich habe Juliane nicht entführt. Also lass mich arbeiten. Versuch das nicht nochmal, sonst gibt's das auf die Nase. Und ich hol die Polizei. Und die verhaften dich da wegen Hausfriedensbruch. Hast du das verstanden? Entschuldigung, da muss ich rangehen, ja? Lukas? Hallo, Herr Lukas. Martin Voss hier. Volker will mich kündigen. Ich weiß nicht weiter. Wir ziehen ab morgen in Rohbau ohne Fenster. Herr Voss, bitte, beruhigen Sie sich. Ich werde mit Herrn Klemmer reden, okay? Er geht zum Mittagessen immer in den alten Wirt. Ja gut, dann werde ich eben dort heute zu Mittag essen, okay? Tschüss.
Im Ort halten die meisten Martin Voss für den Entführer und stellen sich klar auf die Seite der Klemmers. So auch Martins neuer Nachbar. Ich hoffe wirklich, dass Herr Voss bald mal eingebuchtet wird und Sie Ihr Geld wiederbekommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Frau Klemmer, Herr Klemmer. Mit Ihnen rede ich nicht. Ja, sehr schade. Ich meine, Sie wollen doch auch wissen, wer der wahre Täter ist, oder nicht? Und Ihr Geld wollen Sie doch auch zurückhaben. Also gut, was wollen Sie? Naja, also zunächst möchte ich mal wissen, wie es Ihnen eigentlich geht, Frau Klemmer. Dafür, dass ich 26 Stunden festgehalten wurde, eigentlich ganz gut. Laut Bluttest der Polizei habe ich die ganze Zeit unter Diazepam gestanden. Das gleiche Zeugs, das hier schon in der Firma in den Kaffee gemixt wurde. Von Martin. Moment mal, das ist nicht bewiesen. Geht's dir gut, mein Schatz? Brauchst du was zu trinken? Mhm. Frau Klemmer, vielleicht nur ganz kurz. Sie haben doch den Täter gebissen. Wie schätzen Sie es ein? Würde man jetzt noch Bissspuren sehen können? Eigentlich schon. Zumindest hat er heftig gestöhnt, als ich zugebissen habe. Wie hat er Ihnen das Diazepam verabreicht? Wissen Sie das? Das muss in dem Shake gewesen sein, den ich trinken musste. Ein Proteinshake oder sowas. Herr Klemmer, ich habe vorhin mit Ihrem Bruder Karl gesprochen. Der hat da gerade so einen Proteinshake getrunken. Der Bruder ist viel zu dumm für so eine Entführung. Und jetzt lassen Sie uns in Ruhe. Wir haben Termin beim Immobilienmakler. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Ja.